es ab. Check, ob Einträge leer sind. Wenn sie nicht leer sind, also wenn alle Einträge ausgefüllt sind, dann checkst du, ob die Masterpasswörter sich übereinstimmen. Wenn sie nicht übereinstimmen, also wenn es gleich false ist, dann gibst du uns wieder eine Nachricht aus mit Masterpasswords are not equal. Und wenn sie übereinstimmen, dann kommen wir in diesen Block hier rein, in diesen alles ist richtig Block. Und jetzt müssen wir unsere Methode ausführen, damit das in der Datenbank gespeichert wird. Also wir testen kurz mal, ob das jetzt funktioniert. Also dieses Please Fill in funktioniert immer noch. Jetzt sagen wir BMW, sagen als Passwort E46. Nein, warte. 46. Ach. E46. Und hier E47. Und hier, was weiß ich, BMW at hotmail.de. So, wenn wir jetzt auf Create drücken, müsste er uns sagen, yo, die Masterpasswörter spinnen nicht überein. Masterpasswords are not equal. Wieso? Weil wir bei dem einen E46 gemacht haben, bei dem anderen E47. Wenn wir das jetzt aber umwenden zu 46, also E46, und dann auf OK drücken, müsste der uns nichts anzeigen. Wieso? Weil dieser Erzblock ausgeführt wird. Und tada, es passiert nichts. Also sind wir schon mal auf dem richtigen Weg. Jetzt kommt es darauf an, wie wir das in diese Datenbank reinspeichern. Erstmal müssen wir ein neues Firmenobjekt erstellen. Da wir jetzt alles richtig angegeben haben, muss ein neues Firmenobjekt erstellt werden. Diesen erstellen wir jetzt. Wir sagen Firma. Wir machen eine neue Firma. Und jetzt gucken wir jetzt nochmal die Klasse Firma an und gucken, was der Konstruktor alles für Attribute annimmt. Das wäre einmal die ID, der Name, der Passwort und die Kontakt-E-Mail. Also machen wir davor, so wie bei dem anderen auch hier, speichern wir die erstmal in einen String. Wir sagen, Firmenname ist Enterprise. Sage ich euch mal meine Datenbank. Also die Datenbank sieht momentan so aus.
meine Datenbank ist unterteilt in Nutzern und Projekte. So, wir haben noch keine Firma oder sowas. Gleich werden wir also Folgendes haben. Wir werden hier einen neuen Reiter haben, nämlich Firma. Und in dieser Firma wird die ID stehen. Und dann in dem Ordner Daten werden die Daten unserer Firma stehen. Warte, ich guck mal, wie lange wir schon aufnehmen. 30 Minuten, Alter, shit. Egal, wir machen das jetzt zu Ende. Also, wir machen ein neues Firebase-Datenbank-Objekt. Dann machen wir eine Reference zu dieser Datenbank. Wir sagen also MyRef, also MyReference ist dann Datenbank get reference message und diese Message ist der Pfad. Diesen Pfad machen wir jetzt umbenennen zu Firma. Wieso? Weil unser Zweig, unser Kindzweig so gesehen Firma heißen soll. Wenn wir zum Beispiel auf Projekte zugreifen, dann müssen wir das Projekt nennen. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir sagen, wir wollen jetzt myref soll jetzt Folgendes sein. Myref soll einfach myref. Child. Also wir kriegen von dieser Reference, gehen wir jetzt in den Ordner Firma, der hier noch gar nicht existiert. Aber wenn wir diesen Befehl aufrufen, wird der automatisch erstellt. Und dann müssen wir uns so denken, dass dieser Ordner schon erstellt ist. Und dann müssen wir so vorgehen. Also wir gehen in Firma rein. Wir haben jetzt Firma erstellt. Dann sagen wir, meine Reference, also diese Reference, ist gleich diese Reference, also die Firma. Child und Child ist im Endeffekt ein Unterordner. Also gehen wir so gesehen in den Unterordner. Obwohl brauchen wir erst gar nicht. Warte mal, wir machen Folgendes. Wir machen erstmal die ID kriegen. Ich habe ja gesagt, wir brauchen noch die ID. Wir sagen einfach, wir machen einen neuen String, der ist einfach ID. Und dann sagen wir, myref soll erstmal pushen. Pushen heißt, du kriegst so gesehen, also du machst so gesehen neue Zeile im Endeffekt. Du machst eine neue Zeile in der Datenbank. Du machst so gesehen neuen Eintrag. Wenn du Push machst, kannst du dann nämlich Get Key machen. Und dieser Key ist dann die ID, dieser Primärschlüssel. Machen wir das und dann machen wir das gleiche, was wir gerade gemacht haben. Machen myref.child. Child. Also wir haben ja gerade gesagt, wir wollen in Projekt, also in Firma wollen wir die ID als Ordner haben und dann nochmal einen Ordner Daten. Also sagen wir hier, dieser Ordner soll ID heißen. Und dann machen wir hier noch einen Ordner, der soll Daten heißen. Also wir haben jetzt den Ordner Firma. Die Firma hat den Unterordner ID, die wir gerade erstellt haben. Und die ID hat den Unterordner da. Und jetzt können wir nämlich unsere Firma-Objekt machen. Wir können sagen Firma, Current Firma oder warte mal, wir machen einfach so neue. Set value.
mit Set Value. Und dann können wir meinetwegen hier auch ausgeben. Wir machen folgendes: Wir geben sogar den Namen der Firma aus, damit man weiß, welche Firma hinzugefügt wurde. Wir sagen Firma Doppelpunkt, machen Plus und sagen neue Firma, also unsere neue Firma. Deswegen halt diese Getter-Setter von Anfang, damit wir auf den Namen zugreifen können. Und dann machen wir wieder ein Plus, machen den Leertas und sagen, wurde hinzugefügt. So. Und dann testen wir, meine ich, das Ganze. Also wir haben unsere Strings gespeichert, also unsere Strings, Firma, Name, Passwort und E-Mail, übernehmen die Texte, die in dieser Eingabe stehen. Dann machen wir eine neue Datenbank Reference. Sagen, wir wollen in den Ordner Firma, in den Ordner erstellen eine neue ID. Lassen uns eine neue ID generieren, so gesehen. Gehen, nehmen die ID als Ordner und erstellen diesen Ordner. Und in diesen Ordner erstellen wir einen Ordner namens Daten. Dann machen wir eine neue Firma, ein neues Firmenobjekt generieren. Mit der ID, die wir generiert haben. Dem Firmennamen, dem Firmenpasswort und der Firmen-E-Mail. Und dann sagen wir, wir wollen in diesen Ordner Daten, der jetzt mittlerweile MyRef ist, wollen wir die Value neue Firma setzen. Also wir wollen unsere neue Firma in diesen Ordner Daten reinpacken. Und zum Schluss wollen wir einen Toast ausgeben. Also eine Nachricht, dass es erfolgreich war. Also fangen wir mal an. Wir drücken auf Play. Wählen unseren Emulator aus. Lassen das hier geöffnet. Und öffnen nebenbei unsere Datenbank. So, jetzt gehen wir auf das Plus. Geben hier, also wir können ja mal erstmal alle Funktionen testen. Das muss immer gemacht werden. Also testen dürft ihr nie unterschätzen, Leute. Immer wenn ihr irgendeinen neuen Code hinzugefügt habt oder irgendwas am Code geändert habt, vergesst nicht, alle anderen Funktionen nochmal abzuchecken, ob die funktionieren. Weil oft ist es so, dass wenn ihr an einer Stelle schraubt, an einer anderen Stelle irgendwas kaputt geht. Leider. Also wir sagen einfach mal, BMW Masterpasswort ist E46, wieder E46 und als E-Mail wollen wir bmw@hotmail.de. So, alle Eingaben sind erfüllt, die Masterpasswörter stimmen überein und jetzt können wir eigentlich auf Create drücken und wenn wir das drücken, müsste eigentlich unser Code funktionieren. Und wir müssen links in Live, also deswegen heißt das ja auch Real-Time Database, also Echtzeit-Datenbank, müssten wir sofort sehen, dass ein neues BMW-Objekt als Firma erstellt wird. Also drücken wir die Daumen. 3, 2, 1. Okay. Okay. Habt ihr es gesehen? Das kam, es hat sich ein bisschen verspätet. Also, ja gut, jetzt hat er zwei Stück erstellt. Ich lösche das mal wieder. Also ihr könnt natürlich in der Datenbank wieder alles löschen. So, jetzt klicke ich wieder auf Create. Und gehe auf den Ordner. Ich warte. Und schon wird hier ein neues Firmenobjekt erstellt. Und dann können wir hier einfach reingehen. Wir können hier in diesen Ordner gehen. Der Ordner soll ja die ID sein. Das ist so gesehen unsere ID von der Firma. Wir gehen hier rein, gehen dann auf Daten, so wie wir es wollten. Und dann steht hier nochmal die ID, die hier oben steht. Die Kontakt-E-Mail-Adresse, die hier steht. Der Firmenname und das Firmenpasswort. Und somit hätten wir unsere Firma gespeichert. Und jetzt können wir nämlich Folgendes machen. Wir können nämlich, wenn wir dann jetzt diese Firma haben, können wir dieser Firma Projekte zuordnen, können dieser Firma Nutzer zuordnen und so weiter und so fort. Und das ist der nächste Schritt. Also am Anfang gab es noch keine Firmen, aber ich wollte das so machen, dass man Firmen hat, damit man nämlich viele Firmen in einer App behandelt, also speichern kann und für jede Menge hier immer neue Projekte machen kann. Würde ich auch sagen, beenden wir das kurze Tutorial.
das kurze Tutorial. Vor allem, es hat einfach 46 Minuten gedauert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet einigermaßen gut dem Tutorial folgen. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag, je nachdem. Und bleibt kreativ, Leute. Du warst jetzt nicht wirklich ASMR. Ich schwör's, ich dachte, du wärst vom Dämon besessen. So labert der Typ. Das ist voll geil geworden.